Herzlich willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword und der Manuel, der schnitzelt wieder kräftig. Und kriegt mal wieder den Fangstoß nicht hin. Naja. Jetzt aber, jetzt. So. Okay. Die Bäume sind cool. Ja, da lang müssen wir. Also, kleiner Jedi-Ritter, da ist noch was, wo wir hin können. Ah, ne. Das war doch der Baum. Genau, von da kommen wir. Egal, ich hab den gerade mit der scheiß Schraube bewusstlos gemacht. Ach ja, das sieht doch ziemlich vertraut aus hier. Ja. Hier waren wir schon so oft. Schon mehr als oft. So. Da lang, da lang, da lang, da lang. Das ist gut. Das ist fein. Wo können nur die Ali-Brüder sein? Haha, genau. Ja. Komm hier, wir wollen die Leute unterhalten. Wir müssen jetzt Schwung haben. Yippie-yay. Ja, da gehen wir zu 100% richtig. Hab ich auf jeden Fall so das Gefühl. Oh, weia. So, was machen wir jetzt? Wir suchen das Wasser, aber zuerst mal. Aber zuerst mal machen wir hier den Typen hier. Und jetzt eigentlich und. Tschüss! So. Das ist schon ziemlich brutal. Ja, brutalo Game halt. So. Geh schnell dein Ding und jetzt sammeln mal 20, 30 Bienen. Och, ich denke, wir haben schon genug. So. Also Bienen sind mal keine Mangelware. Auf keinen Fall. Bienen gibt's hier im Spiel mehr als genug. Mehr als genug. Und man genug. Kann maximal immer 99 haben, oder? Ja. Halt's. So, tschüss, Mann. Und er hat ja trotzdem noch seine Freunde bestellen können, ey. Gibt's doch gar nicht. Ruf mich an. Ruf mich an, ruf mich an. Und wir kriegen noch einen Schmuckschädel und irgendwie... Ja, das ist Link scheißegal, dass daneben hier so ein roter Kerl steht, der ihm fast die Birne weghauen will, ne? Ja, genau. Hauptsache, er hat hier... Hauptsache, wir rufen bei ihm an. 6, 6, 5, 8, hier wird es, naja. So. Das hier ist das Bienen. Seil weg, das ist nicht gut, aber hier sind Bienen, das ist gut. Ne, halt, das machen wir anders. Damit wir auch Larven bekommen. Kannst du das mitnehmen? Ich meine schon. Jo. Cool. Oh, der Käfer, der hat schon Power. Ja. Dann lassen wir es am besten irgendwo so neben uns fallen. Jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen was ab. Was machst du, Hüder? Ja, ich mach doch schon. Chill. Sag, wie viele Bienen haben wir eigentlich? Schauen wir mal. 58. Okay. ja. Innerhalb von weniger als 5 Parts oder so. Ja. Oder 5 Parts könnten hinkommen, oder? Ja. Nee, wahrscheinlich sogar noch mehr. Nee, das hat voll. Also gehen wir hier lang. Das ist eine fiese Taktik, ey. Und der dachte sich so, boah, ich bin gerade so voll auf dem Höhepunkt meines Lebens, ne? Ja, also dein Lebenshöhepunkt ist jetzt hiermit beendet. Wichser. Jetzt bist du beim Tiefpunkt. Die gelben sind Elektro, die grünen rauben Ausdauer. Was gibt's noch für Typen? Die roten, aber die machen irgendwie auch so voll gar nichts. Die können vielleicht ein bisschen. Ich glaube, sie machen mehr Schaden. Feuerschein, hahaha. So, tschüss. Zack, zack, zack. Und dann eiskalt abgemorgt, ein grüner. So, und... Nach vorne ist wieder so ein... Yeah, darf ich den machen? Bitte. Ja, den darfst du gleich machen. So, erstmal schauen wir uns so ein bisschen um. Da würde ich irgendwie nicht runterkommen. Nee. Da oben ist noch ein Bienennest. nee, das ist kein Bienennest. Doch, tatsächlich, in der Tat. Der Gerät kann dazu beitragen, die Wachstumsphasen ihrer Haarwurzeln zu verlängern. So, komm her, du. Tschüss. Also bei denen geht das eigentlich mal mit dem Schild, weil... Die Bienen nachher nicht vergessen, die sind nämlich wichtig. So. Boing oing. Boing oing, hallo, guten Tag. Boing oing. Glibber. Glitzerspüren können das Glitzerpilzen gewonnen werden und haben werden und haben. Streut man sie auf Insekten und Monster eine ganz besondere Wirkung. Toll, ja. Jo, das brauchen wir aber trotzdem nicht. Da war jetzt mal sehr interessant. So. 3, 2, 1. Daneben. Okay, und pass auf, da kommen die bösen Bienen.
Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele böse Bienen. Schade. Schaffe knacken die 100. Aber da liegt noch was im Gras. Gegner? Nicht gut, aber ich glaube, da hinten gibt es nichts mehr, oder? Norb. Nee. Sieht mir jetzt eher nicht so aus. So. Aua. Hey. Ich hab dir gesagt, da liegt was im Gras. Na, das kann man einfach kaputt. Kann man doch. Geht doch voll klar. So. Du willst wieder schnetzeln. Wo ist denn die? Da. Du da musst, vorne. Ach so, wir müssen auch so rumlaufen. Oder? Ah, Vögelchen. Vögelchen sind gut. Sehr schön. Alle gefangen. Und dein Vögelchen. Ja klar, Vögelchen sind wichtig. Ohne Vögelchen könnte diese Welt nicht existieren. So, hier viel Spaß beim Schnetzeln. So, jetzt. Mach ich mal was. Ah, so stark ist der Himmelsstrahl nicht, Mann. Ja, okay, aber du hast den Schild von ihm sehr schön zermalt. Jetzt wieder drauf. Boah, der rastet hier so, der Typ. Dazu kriegst du ihn wahrscheinlich noch, bevor er dich schlägt, ne? Und nein! Das ist wieder verschissen. Ist er jetzt tot, ja? Immerhin. Er hat noch ein Herzchen da gelassen. Wow. So, das war mehr Herzen. Geht's denn hier so weiter? Da rein. In den Tempel. Das war so klar wie Quietschebrühe. Genau. Gibt's das? Quietschebrühe? So klar wie... Ich glaube nicht, aber egal. Keks. Dings. Quietschebrühe, genau. Oh, der mit seinem dämlichen Wasser. Aus dem Inneren des Tempels spüre ich die Aura heiligen Wassers, aber du kannst die Aurasuche hier nicht einsetzen, weil das die Programmierer so vorgeschrieben haben. Aufgrund der Stärke der Aura vermute ich, dass sich das Wasser sehr tief im Tempel befindet. Ich empfehle, den mit X markierten Punkt zur Orientierung zu nutzen und in das Innere des Tempels vorzustoßen. Das X markiert die Stelle. Ich spüre noch mehr bösartige Wesen an diesem Ort als bei deinem ersten Besuch. Sei äußerst vorsichtig. Waren wir hier schon mal? Natürlich! Erste Dungeon, genau. Weißt du noch? Ja, genau. Virahim! Mit den Spinnen, die da so hängen. Ganz genau. Umdrehen muss er dolchen und... Autsch, das arme Schwert. So. So. Was haben wir denn hier so? Willst du nicht rechts gehen? Ja, du darfst malen. Mhm. Ja, da was ging da ab? Moment, ich habe doch schon am hab dich schon am Vulkan getroffen. Hier, was geht? Suchst du hier auch nach den Schätzen? Nein. Eigentlich nicht, nee. Du brauchst gar nichts so zu tun. Ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist, hier, Gangster. Bist du auch wegen der Geschichte des Felstyps her? Du meinst den Goron, oder? Ich werde den Schatz zuerst finden. Gangster Rapper. Motherfucker. Das ist alles malen. Du musst jetzt den. Jetzt darfst du malen. Aber was brauchen wir denn? Das ist die Frage. Sonst mal. Herzen haben wir ja eigentlich soweit, ne? Okay, ich mal einen großen. Mal einen Rubin. Ja? Ja? Oh mein Gott, was war das für ein ja, Rubin? Ja? Ja? Und. Ja. Das sollte der erkennen. Ja, sieht das aus wie ein Rubin? Jo! Das ist ja cool. Alter. So. Was gibt's noch als wichtig? Kann man da auch Bernstein-Halbmond und so malen? Nee, das nicht. Man kann Bomben malen. Man kann... Dekonüsse malen? Nee, die nicht. Man kann Blumensträuße malen. Man kann Herzen malen. Man kann das Triforce malen. Man kann schöne viele Sachen malen. So. Und das war jetzt eine Abkürzung. Was passiert, wenn man das Triforce malt? Kommt eine Fee. So. Hast schon alles ausprobiert. Klar. So. Oh. Ein Grüner. Schießt der hier mit Pfeilen auf uns. Das ist auch ein neuer mit Hammer. Nee, so einen hatten wir auch schon. Ja? Ja. Hatten wir schon mal einen Grünen? Ja. Lang ist's her. Ich darf mein Schild auch jetzt nicht überstrapazieren. Bam. Ich will den da. So. Ja, die ertrinken ja, die sind ja zu doof. Das ist zu, das ist schlecht. Ja, da wird auch noch wahrscheinlich etwas länger zu sein. Du musst irgendwo. Suchen wir mal im Tempel. Da oben, ne, da oben die das Schloss haben wir geknackt. Oben den Schalter. Das, ja, genau. Es muss hier irgendwo einen Schlüssel geben.
Da kommt wieder so ein Gangster raus. Verflucht, der ganze Ärger die mit diesen Monstern, den Schlüssel abzuknopfen, umsonst. Ich habe ihn in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Der Schlüssel sollte mir den Weg zu gewaltigen Reichtümern abbahnen. Ich bin mir sicher, dass ich ihn hier in der Nähe vergraben habe, aber irgendwie... Das heißt, an diesem Ort hier. Ich also in diesem Raum. Ja, irgendwie... Ja, wenn er zu blöd ist und den Schlüssel verlegt, das ist ja nicht unsere Schuld, wa? Genau. Wir buddeln ihn wieder aus, hahaha. Also, hier scheint der Schlüssel nicht zu sein. Irgendwo vergraben. Ach so, wir können den Schlüssel auch ausgraben. Natürlich, wir haben doch die Grabklauen hier. Ach, wir können jetzt mal tauchen. Genau. Schauen wir mal. Hier haben wir mal alles geflutet. Da rechts, hier. Da unten. Ja, gut, dass du es gesehen hast. Ja. Also rein da. Ja, hier haben wir mal einfach so alles unter Wasser gesetzt. Wir dreisten Schweine. Genau. Wir sind sowas von böse. Und gemein. Und hier ist noch ein Loch. Da ist der Schlüssel drin. Sag ich. Wer hätte es gedacht? Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Yay. Ha, du kleines Orschgesicht. Ey, jetzt nicht unfreundlich werden, wir ja? Wir werden schneller als du den Schatz finden. Hier gibt's doch gar nichts mehr, Mann. Ja, überleg mal, was haben wir alles Wichtiges hier gefunden? Das Herztal, den Käfer. Der findet hier einfach nichts mehr. Und sogar das Artefakt der Göttin hinter der Quelle haben wir geholt. Also, der kann sich hier blau suchen. Eine Hydra. Eine Lydra, eine Stalydra oder so. Stalydra, Hydra, Lydra, Lydia ist alles gleich. Ja, die Taktik hat sich irgendwie bewährt. Warten, anvisieren, zack. So, tief im Tempel. Aber hier waren wir auch schon mal. Was würdest du vermuten, wenn dir jemand sagt, es ist tief im Tempel, was? Dass irgendwie, dass wir vielleicht mit dem Käfer reinfliegen oder dass wir, dass es unten irgendwo ist oder oben. Nee, meinst du eher am Anfang vom Tempel oder eher am Ende? Ja, eher am Ende, oder? Ah, gehen wir mal zum Ende. Wir hatten hier doch auch den Shortcut mal aktiviert. Deshalb gab es ja auch so viele Shortcuts. In den anderen Tempeln war das, glaube ich, nicht der Fall. Das sieht böse aus. Ja, die haben Pfeil und Bogen. Du hast Sniper. Ich hab das hier. Käfer schon. Aber ich glaube, den können die auch abschießen, wenn sie wollen. Ah! Ah! Lasst mich in Ruhe, Mann. Tschüss. Bam. Habt ihr davon. Bock auf einen epischen Kampf? Mit wem? Nicht mit Girahim, aber mit... einer anderen Bestie. Mit... ja. Weißt du noch den Miniboss, den wir hier gemacht haben? Ja, dieses... warte, das waren doch diese... Eidechsen? Nee, das war... das waren die, die du gemacht hast. Was den, den ich hier gemacht hatte. Das Skelett. Ach so, der gesagt hat, er wäre du in einer anderen Zeit oder so. Nein. Nee. Ah, nee. Das darf nicht wahr sein. Und dafür habe ich jetzt den langen Weg auf mich genommen. Dass so ein kleiner grüner Zipfelmann einfach für ist. Hier muss schon einer alles leckrand haben. Es ist nichts mehr da. Nur noch Wasser. Okay. Und wer braucht das denn? Genau, wer braucht schon Wasser? Also echt mal. Ich gehe heim. Man sieht sich. Ja. Tschüssikowski. Und tschüss. So. Bitteschön. Du darfst kämpfen. Ach, wir müssen gar nicht mehr irgendwie Schlüssel reintun oder so. Oh, und du hast noch eine Minute Zeit laut dem Timer. Okay, ich habe keine Ahnung. Na komm, den Kampf machen wir so oder so zu Ende. Wird der schwer? Es geht. Eigentlich nicht allzu schwer. Oh mein Gott, wieder voll überrascht. Kann ich nicht einfach drei alle umlocken? Los, kämpfe! Was machst du? Keine Ahnung, ich hab gedacht, das hilft. Du hast gedacht, das hilft. Kämpfen wir mit System. Schau mal, was Fight zu sagen hat. Wir müssen noch was aktivieren. Hallo, drück mal runter. Gebieter, deine Batterien sind nicht leer, aber deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir, dringend Heilungsmaßnahmen zu ergreifen. Ah. Moment, da fehlt doch irgendwas. Da fehlt mir jetzt irgendwas. Bekommt man nicht für die Aurasuche auch die Herzen? Das ist ja blöd. Haben wir das ja gar nicht. Vielleicht sollte ich mal mit Bomben probieren. Kannst du. Aber ich würde mit dem Schwert kämpfen. Okay.
Okay, so ein Sack. Komm, mach die einfach alle platt. Ja, wie? Ja, anvisieren und dann gucken. Gucken, wo die ihre Schwerter halten und dann immer in die Zwischenräume schlagen. So schwer kann das ja wohl nicht sein. Und dich immer schön auf einen konzentrieren. Aber irgendwie sind die überall. Und ja, komm, das kriegst du schon hin. Vielleicht mal eine Wirbelattacke. Einer ist schon weg. Der zweite ist weg. So, den dritten kriegst du jetzt auch noch. Kann ja nicht so schwer sein. So. Sag mal. Tja, der wechselt das öfter. Machst du das? Komm, den packst du noch. Den packst du. Wirbelattacke oder auch nicht? Kannst du auch vielleicht mal reinstechen. Geht doch. Aha. War das so schwer? Nein, eigentlich nicht, aber irgendwie. Ich wollte es auch spannend machen. Er wollte es mal wieder so spannend machen zum Ende des Parts hin. So. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Wie immer, wir hoffen, es hat euch gefallen und bla und bli und blub. Ihr könnt abonnieren, kommentieren, favorisieren, blub blub blub. Ganz genau solche Sachen. Ja. Also, bis dann und tschüss.